So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir haben ein Problem. Neue Angaben bzw. neue Daten zum Wald. Ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Waldsterben aktuell. Letztes Mal, als wir über das Thema gesprochen haben, hatte ich noch ein paar neue Zahlen noch nicht und konnte mich noch nicht darüber so richtig informieren, wie denn die Situation bei den Buchen eigentlich ist. Es gab schon Gerüchte, dass auch einige Buchenbestände betroffen sein sollen. Es gab viele Berichte über Eichenbestände, die entsprechend betroffen sind, die stark geschädigt sind, beziehungsweise so langsam am Absterben. Bei der Eiche glaube ich es aber noch nicht, dass sie abstirbt. Ich glaube, dass sie geschädigt ist, aber eine Eiche ist verdammt robust. Ja? Da weiß man es noch nicht so ganz. Dass aber jetzt einzelne Buchen auch abgestorben sind, und was heißt einzelne? Einzelne Bestände, kleinräumig sogar teilweise der halbe Buchenbestand in manchen Revieren. Das ist, um es mal einfach auszudrücken, etwas, worauf der geneigte Forstwissenschaftler, und da bin ich glaube ich nicht ganz alleine mit dieser Meinung, ungefähr folgendermaßen reagiert. So, denn ihr müsst Folgendes wissen. Dass die Fichte abstirbt, das haben wir letztes Mal geklärt. Da ging es primär eben um die Fichte und das eigentlich noch alles ganz okay, solange die standortheimischen Baumarten weiterhin gut performen. Ja? Das ist ja jetzt aber nicht mehr der Fall. Das ist nämlich das, was gerade so erschreckend ist. Und dahingehend ist mein letztes Video zu dem Thema, alles was ich über die Fichte gesagt habe, ist noch aktuell. Der positive Grundton, dass es für die Waldökologie nicht so schlimm ist, wenn eigentlich die Fichte rausfällt, ökologisch gesehen nicht schlimm. Ja, wirtschaftlich sehr wohl eine Katastrophe. Das ist richtig. Das ist auch nicht egal. Das spielt eine Rolle. Selbstverständlich. Aber ökologisch gesehen, wenn die Fichte rausfällt, ist das nicht dramatisch für den großen Zusammenhang des Waldes. Mal abgesehen von der Fläche, die dann wegfällt. Wir haben nämlich immer noch auf circa ein Viertel der Waldfläche Fichte rumstehen. Ungefähr. Genaue Zahl habe ich nicht im Kopf. Wenn davon, sagen wir mal, wieder ein Viertel wegfällt, dann haben wir etwa, ja, nicht nur etwa, sondern ziemlich genau, was ist denn ein Viertel von 25? 6,25? Ich glaube, nee. 7,25? Nee, das wäre dann ja 30. 6,75, nein, ach, ist ja auch egal. Also so irgendwas um die 7%, so ungefähr, es ist glaube ich auch ein bisschen mehr als ein Viertel, hätten wir dann insgesamt Waldverlust. Ja? Also kahle Fläche, wo früher mal ein Wald stand, der diese Bezeichnung, na, eher eine Plantage, aber die zumindest rechtlich gesehen die Bezeichnung Wald gehabt hat. Gut, an der rechtlichen Situation ändert sich nichts. Wenn ein Wald gerade keine Bäume hat, keine alten, großen, dann ist er trotzdem immer noch ein Wald rechtlich und muss auch aufgeforstet werden. Das ist übrigens ein Problem. Aus ökologischer und Naturwaldbewirtschaftungssicht muss man nicht jede Fläche, die kahl wird, unbedingt aufpflanzen. Also, dass man da wieder was hinpflanzt. Es würde manchmal auch reichen, es kommt ein bisschen auf die Situation an, einfach zu warten, bis Naturverjüngung aufkommt. Es gibt aber oft rechtliche Verpflichtungen, dass da bis in so vielen Jahren nach eben kahl werden der Fläche, sei es jetzt eben durch Mensch, sei es durch Sturm, sei es durch Käfer in diesen Fällen oder Trockenheit allein, dass einfach Baum so vertrocknet, ohne dass der Käfer schuld ist. Da muss man relativ bald wieder aufforsten, wenn da nicht bald von Natur aus wieder was kommt. Und je nach Bestand ist man einfach rechtlich dann dazu verpflichtet und das ist ein großes Problem. Deswegen verkaufen auch manche Leute eben entsprechend ihr Waldstück, weil es ist kahl. Sie haben kein Geld, um das Ding aufzuforsten, müssten sie es aber bald tun. Und dann ist tatsächlich die einzige Lösung, es verkaufen, weil sonst musst du quasi, zumindest kannst du, kann das passieren, da wird man wahrscheinlich ein paar Augen zudrücken, aber es kann zumindest passieren, dass man seiner Aufforstung vorlicht nicht nachgekommen ist und dann dafür halt eben auch Strafe zahlen muss. So, das hat eigentlich nichts damit zu tun, was ich eigentlich erzählen wollte. Was ich erzählen wollte war, es ging ja um die Buche und zwar, denn es gibt im Grunde zwei Szenarien. Entweder setzt das Buchensterben wegen fehlender Standorte ein, das ist aber eigentlich prognostiziert für 2050, so ganz grob, ja, vielleicht wird es auch 2040 bereits losgehen, aber 2019 hätte man jetzt noch nicht unbedingt damit gerechnet, deswegen wäre es schon ein bisschen schockierend, wenn es jetzt schon losgeht. Oder Möglichkeit 2, es ist eine Reihe von anderen Faktoren, die jetzt zusammenspielt, wegen eben vieler trockener Jahre in Folge. Und die große Frage, die es quasi zu klären gibt, die wir nicht klären können, wo wir weiterhin im Dunkeln tappen werden, ist es völlig unmöglich, das vorherzusagen. Haben wir jetzt zwei trockene Jahre in Folge, also beziehungsweise
ein sehr trockenes Jahr und ein im Durchschnitt ein bisschen trockenes Jahr. Weil es ist im Osten, grob gesagt, geografisch Osten, ziemlich trocken, immer noch oder wieder. Es ist im Westen, in Teilen des Westens sogar ganz okay, bis hin zu durchschnittlich. Macht netto ein insgesamt ein bisschen trockenes Jahr für Gesamtdeutschland. Das ist für die einzelnen Regionen, in denen es sautrocken ist, scheißegal, wo es wie der Rest von Deutschland aussieht, die haben trotzdem den Salat. Ja. Aber es ist immer schwierig, eben für eine Region, die doch so groß ist, global gesehen natürlich eigentlich sauklein, aber doch so groß ist wie unser Land halt eben entsprechend. Übrigens ähnliche Probleme, nicht ganz so gravierend, aber ähnliche Probleme haben natürlich auch angrenzende Länder, je nachdem, wo sie angrenzen, teilweise sogar ganz ähnlich gravierend, bis zu Beginn sogar noch schlimmer, haben die natürlich auch. Ja, aber wir betrachten jetzt primär jetzt erstmal Deutschland, weil ich da halt eben nun mal wohne, wir eben auch diese Sprache entsprechend sprechen und die deutschsprachigen Schweizer und die Österreicher mögen mir hoffentlich bitte verzeihen, dass ich mich nicht genau auskenne, wie die Zahlen bei Ihnen im Land jeweils aussehen. Das weiß ich nämlich schlicht und ergreifend nicht. So, zurück zur Buche. Denn die schwächelt und das kann Gründe haben. So, und bevor wir jetzt mit den einzelnen möglichen Szenarien anfangen, wollte ich nochmal Folgendes erklären. Was ist das, was diese Panik auslöst? Es gibt eine interessante Darstellung, die nennt sich Klimahüllenmodell. Und das kann man folgendermaßen erklären. Ich male euch mal hier ein imaginäres Koordinatensystem in die Luft. Das war ein Koordinatensystem. Kennt man vielleicht aus Mathe. Ich hoffe, so viel mathematische Kenntnisse, dass ihr wisst, was ein Koordinatensystem ist, kennen wir. Hier unten ist die X-Achse, ja? Hier ist die Y-Achse. So, und jetzt tragen wir auf der Y-Achse die Temperatur, die Jahresdurchschnittstemperatur. So, und wir tragen auf der X-Achse die Jahresdurchschnittsniederschlagmenge, den Gesamtniederschlag pro Jahr. So, irgendwas zwischen 400 und 2000 Milliliter. Das ist immer so, decken wir Deutschland ganz gut ab. Und vom Temperaturbereich irgendwas zwischen 6 und 12. Ganz grob. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht auswendig. Aber irgendwo so in dem Bereich könnten wir uns bewegen, wenn wir die Zugspitze mal ausklammern. Oder ähnliche Orte in den Alpen. Also da ist jeweils dann teilweise noch ein bisschen kälter. Gut. Alles, was da also jetzt in diesem Bereich irgendeinen Wert hat, können wir jeden Ort in Deutschland irgendwo in diesem Koordinatensystem einen Punkt geben. Meinetwegen Hamburg wäre dann irgendwann wo bei meinetwegen 8,5 Grad, 9 Grad, irgendwie sowas und 800 mm Niederschlag. So meinetwegen hier. Ja? Und wenn wir das mit jedem Punkt in Deutschland machen, dann kriegen wir über Deutschland ein Wölkchen. Die Wolkenform müsst ihr euch jetzt raus dazu denken, dass alle Standorte Deutschlands klimatisch quasi abbildet. So, für das bisherige Ist-Klima von 1990, das wird als Referenz genommen, und weil das Wölkchen zu kompliziert ist, nehmen wir einfach ein Quadrat. Wipp, wipp, wipp. Dieses Quadrat, also so schön handlich um meinen Kopf, ist die bisherige Klimasituation in Deutschland. So, jetzt können wir uns für beliebige Pflanze, die wir uns angucken möchten, anschauen. Diese Pflanze hat ein Verbreitungsgebiet von 7,5 Grad Jahresdurchschnittstemperatur bis 12 Grad Jahresdurchschnittstemperatur und beim Niederschlag von 600 bis 1400. So, und damit kriegt auch diese Pflanze innerhalb von unserem Koordinatensystem ein Wölkchen mit ihrem Verbreitungsgebiet. So, und in diesem Fall gehen wir mal davon aus, die Pflanze hat ein rundes Verbreitungsgebiet und Deutschland ist eckig, der Einfachkeit halber. Wenn unser Verbreitungsgebiet jetzt hier liegt, dann schließen wir hier einen ganzen Haufen Deutschland ein. Aber unsere Pflanze hat noch einen Haufen Verbreitungsgebiet, also diesen Bereich hier oben, ja, so ungefähr, der nicht mehr in unserem deutschen Quadrat liegt. Jetzt bewegt sich, dadurch, dass das durchschnittliche deutsche Klima anders wird, unser Quadrat woanders hin. Nämlich in Richtung, es wird heißer und trockener, also in Richtung da. Und unser Quadrat sitzt jetzt plötzlich hier. Und unsere Pflanze hatte dieses Verbreitungsgebiet, das bisher einen großen Überschneidungsbereich mit dem alten Deutschlandkästchen hatte. Und jetzt ist aber unser Deutschlandkästchen hier. Dann hat unsere Pflanze gar keins bis kaum noch ein Überschneidungsgebiet mit Deutschland. Und das bedeutet, diese Pflanze wird in Deutschland im Grunde nicht mehr wachsen können.
So, in der Praxis hat man jetzt eben diese Untersuchungen gemacht für unter anderem sämtliche Baumarten, die in einigermaßen flächenmäßig interessanten Anteilen in Deutschland vorkommen, plus eben den prognostizierten Versatz des deutschen Kästchens hier rüber. Und da hat man festgestellt, die Fichte war vorher so irgendwo im Bereich da unten. Ne? Da unten und hier war Deutschland. Das hat so 65-70% der Fichtenfläche mitgenommen. Jetzt wandert Deutschland hier hoch. Jetzt haben wir, so prognostiziert, bloß noch 15-20% der Fichtenfläche, die überhaupt noch in dem Kästchen drin liegen. Das heißt, wir würden etwa 50% der Fichtenfläche im neuen Deutschland mit dem neuen Klima verlieren. Und das scheint sehr gut zu stimmen. Ne? Leider. So. Wirtschaftlich leider. Ökologisch schwierig. ne? So, und es geht um das potenzielle Verbreitungsgebiet. Es geht gar nicht so sehr unbedingt um das natürliche Verbreitungsgebiet. Vom natürlichen Verbreitungsgebiet her hätten wir ja sowieso so gut wie keine Fichte, die würde irgendwie 0, irgendwas Prozent der Waldfläche ausmachen. Vom natürlichen Verbreitungsgebiet her. Vom potenziellen, sie kann da noch gut wachsen. Verbreitungsgebiet her können wir sie ja fast, bisher konnten wir sie fast überall in Deutschland ganz gut anpflanzen, zumindest auf der Südhälfte. Ne? Also südlich von sagen wir mal, südlich von Köln problemlos. Und da einfach eine gerade Linie ziehen, da konnte eigentlich überall Fichte ganz gut wachsen. Ganz grob gesagt, ganz, ganz grob. So, machen wir jetzt das gleiche Spielchen mal mit der Buche. Hier unser altes Deutschland, und unsere Buche hatte vorher folgendes Verbreitungsgebiet. So, also ziemlich genau um Deutschland drumherum. Sogar noch größer als das potenzielle in Deutschland vorkommende Klima. Da hätte man überall, also man könnte in Deutschland nahezu fast überall Buche anpflanzen können. Meinetwegen mag da noch mal eine kleine Ecke rausgeragt sein hier oben. Also so eine ganze kleine Ecke mag da vielleicht noch rausgeragt sein. So, jetzt wandert unser Deutschland hier hoch. Blub, und wir haben immer noch den Buchenkrängel sehr viel von Deutschland abdeckend. Ja? Wir verlieren, um mal irgendeine fiktive Zahl, ich habe es nicht genau im Kopf, zu haben, 15%. Vielleicht von der Buchenanbaufläche durch eben unsere Kästchenverschiebung. Ja, wow. Also ich hatte die Abbildungen im Wald natürlich nicht mit und bin jetzt gerade total überrascht, dass das, was ich sage, tatsächlich mit der Abbildung übereinstimmt. Ich wusste also tatsächlich, wie die ausschauen, noch im Kopf. Boah. So, weiter geht's. Gut. Soweit ist das hoffentlich verstanden. Das Problem ist jetzt, ist es schon so weit, dass 15% unserer Buchenwälder ausfallen? Weil eigentlich, und das hatte ich auch schon eingangs erwähnt, wäre dieser Moment, an dem wir eben das Kästchen nach oben links verschieben müssen, der ist eigentlich noch weiter weg. Wenn er aber jetzt schon eintritt und wir jetzt eben schon unsere 15% Buche verlieren, weil sie gar nicht mehr wachsen kann, weil 15% unseres Landes gar nicht mehr im Spektrum des Landes, wo die Buche wachsen kann, drin liegen, dann ist das einfach eine Botschaft, die beim geneigten Waldökologen schon ein gewisses auslösen kann, falls das der Grund ist. Ja, das wissen wir nicht. Es könnte auch andere Gründe geben. So, und jetzt kommen wir zu besagten anderen Gründen, die möchte ich nämlich gerne mit euch durchkauen. Was kann also möglicherweise schuld sein, dass wir tote Buche im Wald rumstehen haben? Grund Nummer 1. Bucheckern im Vorjahr. Ich hatte ja im Frühjahr, also ganz, ganz Frühjahr, Anfang Januar, eben diese Prognose abgegeben. Habe ich das schon erzählt? Weiß ich gar nicht mehr. Egal. Ich erzähle es einfach normal, wenn ich schneide es raus. dass möglicherweise die Buche dieses Jahr ein bisschen stark geschädigt sein wird, weil sie im letzten Jahr so viele Bucheckern gebaut hat, die ihre Ressourcen abgezogen haben, weshalb sie wenig Vorräte anlegen konnte und mit einer schlechten Vorratshaltung fürs nächste Jahr in den Winter gegangen ist, sozusagen. So, jetzt ist das nächste Jahr. Und sie startet mit wenig Vorräten in die Vegetationsperiode. Und jetzt wäre es wichtig gewesen, dass die Buche überall so richtig schön Niederschlag bekommt, damit sie eben dieses Defizit wieder ausgleichen kann. Hier, wo ich sitze, ist das ganz großen Teils passiert.
Ja, es ist noch eine gewisse Schädigung merkbar, aber ich sehe hier bei mir im Wald keine einzige tote Buche, bei der ich sagen könnte, die ist vertrocknet. Und das ist bemerkenswert, zumal ein gewisser Prozentsatz von Bäumen ja sowieso immer den normalen Exodus irgendwie erliegt. Das ist also ganz normal, dass da hin und wieder mal der ein oder andere Tote rumsteht. Aber die Rate ist wirklich wahrnehmbar für mich überhaupt nicht erhöht. Hier, wo ich bin. Ja? Inzwischen weiß ich, da gibt es auch entsprechend aktuelle Zahlen. In meinem Landkreis Rastatt gibt es so gut wie fast keine Schäden. Verglichen mit allen anderen Ecken in Deutschland, ja. Wir haben schon auch Schäden und derjenige, der sie eben aufräumen muss, der entsprechende Förster, wird das auch zur Kenntnis nehmen, dass er Schäden hat. Aber verglichen mit anderen Regionen, wo die Schäden wirklich nur noch Schäden, wo man mehr Schäden als alles andere sieht, sind wir hier gut dran. Daher ist das Meckern auf hohem Niveau, wenn man hier von Schäden spricht. So, jedenfalls, dadurch, dass die Buche eben so viele Ressourcen für ihre Bucheckern im letzten Jahr verbraucht hat, weil das Frühjahr so super nass gewesen ist und es so aussah, also 2018 das Frühjahr, genau genommen eigentlich nur der Februar und im März noch so ein bisschen, vielleicht je nachdem in welcher Region, wirklich super feucht waren, hat sie ja so viele Bucheckern produziert und die haben sie so viel Kraft gekostet und deswegen der schlechte Start in 2019. Wenn es jetzt Regionen gibt, in denen es jetzt 2019 wenig geregnet hat, wenig reicht schon, plus die miese Ausgangssituation, plus auch dieses Frühjahr wieder war es eigentlich in fast überall in Deutschland einigermaßen feucht. Das heißt, es könnte bei einzelnen Buchen, es ist diesmal nicht bestandesweit zu einem richtigen Mastjahr gekommen, aber bei einzelnen Buchenbeständen könnte auch da wieder eine enorme Bucheckernproduktion, also eine zu enorme Bucheckernproduktion stattgefunden haben, weil sie sich gedacht haben, oh Gott, noch so ein Jahr überlebe ich nicht, dann bin ich nämlich tot. Und bevor ich das Zeitliche segne, lass nochmal Bucheckern runterschmeißen, damit die nächste Generation hochkommt. Man muss sich immer im Hinterkopf behalten, Pflanzen sind dahingehend selbstlos, insbesondere Bäume. Das Letzte, was sie tun, bevor sie das Zeitliche segnen, ist nochmal gucken, dass der Erhalt gesichert ist. Und sie werden auf jeden Fall nochmal mit letzter Kraft Samen produzieren, was geht. Auch damit ihren Tod eventuell beschleunigen. Aber wirklich nochmal Samen runterschmeißen, damit es eine nächste Generation geben kann. Weil der Baum weiß leider nicht, dass das im Grunde eine schlechte Strategie ist, weil wenn er es nicht tut und trotzdem das Zeitliche segnet, der Förster kommt und wieder was hinpflanzt. Allerdings muss man auch wieder sagen, das sind da nicht die eigenen Nachkommen. Ja, das ist so ungefähr so, als ob man als Mensch fröhlich lachend in den Tod geht, weil es gibt ja noch genug andere Menschen. Es ist vielleicht eventuell psychologisch gesehen ein größerer Trost, wenn man als sehr alter Mensch in den Tod geht und weiß, ja, ich habe 17.000 Enkel. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber meinetwegen 17 Enkel oder sonst wie. Ja? Also der Familienfortbestand ist gerettet. Inwieweit das jetzt jedem Einzelnen super wichtig ist oder nicht, das muss jetzt jeder natürlich für sich selber wissen. Aber nur mal so, um den ungefähren Zusammenhang zu haben. Und so eine Buche möchte auch gerne den eigenen Familienfortbestand bzw. den Fortbestand der eigenen Nachkommen haben. Und es gibt ja auch viele Paare, die keine Kinder kriegen können, die damit ein Problem haben, dass sie keine eigenen, genetisch eigenen Kinder haben können. Und obwohl man relativ genügend Möglichkeiten hätte, irgendjemanden zu adoptieren, ist das halt für viele Leute, nicht für alle, aber für viele Leute nicht dasselbe. Und das ist biologisch bedingt. Und das ist halt so ein bisschen der Grund, weshalb die Buchen durch diese Bucheckerproduktion so viele Ressourcen verbraucht haben und die fehlen ihnen jetzt, um Abwehrstoffe gegen diverse Krankheitserreger zu erzeugen. Also sämtliche Sekundärmetabolite, die irgendwie der Abwehr von Käfern oder sonst was im Baum dienen, brauchen Wasser. So, wenn kein Wasser da ist, ist schwierig, die zu produzieren. Und wenn man keine mehr hat vom Vorjahr, dann hat man erst recht keine mehr und dann geht man halt ein. Und dann ist man halt tot. So, das also Möglichkeit Nummer 1 für tote Buchen. Das ist dahingehend nicht besonders beruhigend, weil ein Jahr mit nassem Frühjahr und viel Bucheckernproduktion jederzeit wiederkommen könnte und man sich dann also auch fragen muss, wenn das reicht, dass die Buchen großflächig absterben, was heißt großflächig, also schon auf einer relevanten Fläche, so viel ist es auch nicht. Wir haben noch keine genauen Zahlen, ich kann es nicht genau sagen.
dann ist vielleicht eventuell die Zukunftstauglichkeit der Buche auch nicht ganz so gut, wie man ihr bisher unterstellt hat und ihr bisher prognostiziert hat. Weil, um das nochmal zu betonen, die Buche gilt unter den wirtschaftlich anbaubaren Baumarten, mit denen man auch Geld verdienen kann, bei den Laubbäumen momentan immer noch so ein bisschen als der Favorit. Dass wenn du mit Buche arbeitest, du eigentlich wenig falsch machen kannst für die Zukunft. Deswegen ja auch die große Panik, ne? Weil wenn die Buche nicht mehr gilt als Baumart, mit der man auch in der Zukunft noch vernünftig Forstwirtschaft betreiben kann, dann ist die Kacke am Dampfen. Das ist so. Zweiter Punkt. Wir haben eine Massenvermehrung von Forstschädlingen, insbesondere Insekten. So, das ist ein Punkt, den müssen wir etwas ausführlicher besprechen und der hat ein paar Unterpunkte. Wie kommt es denn jetzt zu dieser, setzen wir uns mal bequem hin, Massenvermehrung? Da gibt es mehrere Faktoren. Faktor 1, Vegetationszeitverlängerung. So, kann ich das Buch wieder weglegen, weil da steht nur Vegetation, mehr steht da nicht. folgendes. Bei Insekten ist es ja so, anders als bei Bäumen, dass die eine sehr kurze Zeit nur brauchen, um sich zu vermehren. Soll heißen, aus dem Ei schlüpft ein Larvenstadium, gibt es teilweise auch mehrere, je nach Insekt, dieses Larvenstadium frisst, verpuppt sich und wird irgendwann zu Imago. Kann auch mehrfach passieren, aber früher oder später. Imago ist das ausgewachsene Insekt, das dann bei den allermeisten Insekten nur noch die Funktion hat, so lange am Leben zu bleiben, bis es einen Partner gefunden hat und Eier gelegt hat. So. Und danach sterben sie meistens von alleine, also sehr oft. Und wenn nicht, dann leben die ganz selten noch eine zweite Vegetationsperiode. Erleben sie ganz, ganz, ganz selten. Also theoretisch können sie teilweise auch 2 Jahre alt werden. Mit ganz wenigen Ausnahmen auch noch älter. Aber meistens ist es wirklich ein paar Monate, die so ein Insekt alt wird und die Eiablage ist so anstrengend, dass sie dann davon zugrunde gehen. Mal ganz grob gesagt, ich bin ja auch kein Experte für Insekten. Wer langjähriger Zuschauer ist, weiß das. So. Das Problem ist jetzt eben mit diesen kurzen Generationszeiten, dass jetzt die Eier gelegt sind und da schlüpft wieder eine Larve und die wird wieder zur Imago und legt wieder Eier. Und da schlüpft wieder eine Larve und wird wieder zu Imago und legt wieder Eier. Und das geht jetzt so lange weiter, bis die Vegetationszeit irgendwann rum ist. So. Und der Unterschied zur Pflanze besteht jetzt darin, die Pflanze hat eine Vegetationszeit. In dieser Vegetationszeit wächst sie und dann ist die Vegetationszeit vorbei und die Pflanze ist ein Stückchen größer geworden, gegebenenfalls. Ne? So. Bei Insekten funktioniert das eben ganz anders. Es geht intervallweise in Generationen. Ja? Also das Insekt wächst nicht über die 8 Monate Vegetationszeit immer mehr und wird immer größer und kann dadurch immer mehr fressen, sondern es sind erstmal ganz, ganz wenige, die den Winter irgendwie überstanden haben oder die Larven aus dem Jahr davor, die den Winter überstanden haben und die verpuppen sich und werden zu Imago und dann geht's los. So. Und jetzt nehmen wir den Borkenkäfer als Beispiel, kommt der Borkenkäfer raus, fliegt los, fliegt in irgendeine Fichte, bohrt sich da rein, stellt fest, oh, die Fichte ist ja total trocken, kein Harz, keine Abwehr, dann kann ich hier machen, was ich lustig bin, also lege ich mal 10 Eier. Aus rechnerischen Gründen gehen wir jetzt mal von 10 Eiern aus, das sind mehr. Die Eiablage war anstrengend, Käfer stirbt. So. Es fressen sich 10 Larven durch die Fichte, verpuppen sich, werden zur Imago, fliegen raus, suchen sich jeweils eine Fichte, legen jeweils wieder 10 Eier und das Ganze passiert jetzt noch 2-mal. Und dann sind wir bei insgesamt 4 Generationen. Der Unterschied von ein paar Tagen oder ein paar längerer paar Wochen längerer Vegetationsperiode ist oftmals eine zusätzliche Käfergeneration. Ja? Nochmal übertragen auf die Pflanzen. Hat die Pflanze statt 180 Tage, 210 Tage Zeit zum Wachsen, dann wächst sie ein Sechstel mehr. So, ungefähr. Wenn ich das falsch gerechnet habe, schreibt es mir in den Kommentaren. wenn Insekten 30 Tage mehr haben, dann machen sie eine zusätzliche Generation. Meinetwegen eine vierte. So, das bedeutet, wir haben erstmal 10 Käfer, die aus dem Winter gekommen sind. Die legen jeweils 10 Eier, also haben wir 10 mal 10 ist gleich 100. So, das war die erste Generation. Zweite Generation,
100 mal 10 ist gleich 1000. So, zwischen 100 und 1000 Käfern besteht ein gewisser Unterschied. Jetzt kommt die vierte Generation, die wir eben in diesen letzten Jahren auch hatten. Und die ist nicht normal. Normal waren bisher 2 bis 3. Also 2 gab es meistens, 3 war in schlechten Jahren und 4 ist ein krasser Katastrophenfall, weil die vierte Generation macht eben aus 1000 Käfern pro Käfer, der durch den Winter gekommen ist, 10.000 Käfer pro Käfer, der durch den Winter gekommen ist. Und das ist alles nur rechnerisch unter der Annahme, dass ein Käfer nur 10 Eier legt, was er nicht tut. Es sind mehr. Und das bedeutet eine zusätzliche Generation, die durch ein paar Tage längere Vegetationszeit entsteht, bringt den Bäumen ein Sechstel ihres zusätzliches Wachstum und den Käfern eine Verzehnfachung ihres zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Bestandes. Und das ist jetzt der springende Punkt. Ne? Dazu kommt, dass es außerdem noch wärmer geworden ist, angenehmere Temperatur für biochemische Prozesse, die eben in einem Käfer nur so schnell ablaufen, wie die Umgebungstemperatur warm ist. Denn ein Käfer gehört eben zu den wechselwarmen Tieren. Heißt, seine Körpertemperatur entspricht ungefähr der Umgebungstemperatur. Ist die Umgebungstemperatur warm, ist dem Käfer auch warm. Und tatsächlich gibt es einen Grund, weshalb wir zum Beispiel 37 Grad als Körpertemperatur haben, weil damit sämtliche Prozesse bei uns im Organismus am besten ablaufen bei dieser Temperatur. Ja? Beim Käfer ist das so, vielleicht nicht ganz so hoch, aber ist auch eine relativ hohe Temperatur. Bleibt die Temperatur dauerhaft niedrig, muss der Käfer damit leben, dass alles bei ihm super langsam abläuft, er sich langsamer entwickelt, er langsamer wächst, er langsamer seine Nahrung verdaut und alles einfach langsamer ist. Ist es super schön warm, also nahezu am Optimalpunkt, dann geht das alles halt viel, viel, viel schneller. Und das führt nochmal zusätzlich dazu, dass wir nicht nur mehr Zeit für mehr Generationen haben, sondern die Zeit, die für eine Generation notwendig ist, wird auch noch verkürzt. Das ist ein riesen Problem und da zeigt sich jetzt in Sachen Anpassung an eine längere Vegetationszeit, ist der Käfer einfach viel flexibler und ist der Käfer kann viel, viel, viel schneller reagieren und sich viel schneller als an eine Änderung des Klimas tatsächlich eben entsprechend anpassen, als das eine Pflanze kann. Weil eine Pflanze reagiert langsam. Deswegen ist es ja auch eine Pflanze, aber das ist in diesem Fall einfach wirklich ein totaler Nachteil der Lebensform an sich. Zweiter Punkt, weshalb die Insekten profitieren. Sie haben einen besseren Ernährungszustand. Denn, das hatte ich auch mal in einem eigenen Video angesprochen, wir düngen ja die ganze Welt. Ich mache mal kurz einen Schnitt, weil sonst machst du die Kamera gleich automatisch. Bisher war es so, bevor es das Haber-Bosch-Verfahren gab, also die Herstellung von Kunstdünger für die Landwirtschaft im Wesentlichen, war es so, dass Stickstoff im Boden immer Mangel gewesen ist. Wo es viel gab, konnte alles ganz toll wachsen, wo es aber nicht viel gab, und das war die Regel, war das somit eines der Pflanzenwachstum begrenzenden Faktoren, dass es eben an Stickstoff fehlt und Stickstoffverbindungen. So, jetzt haben wir inzwischen dadurch, dass wir Luftstickstoff relativ kostengünstig und einfach in eine Form von Kunstdünger bringen können und dann überall in die Landschaft schmeißen können, so viel Stickstoff ins System geworfen, der da früher nicht drin war, dass es kaum noch Standorte mit wirklich Stickstoffmangel gibt. Es reicht nicht automatisch für landwirtschaftliche Nutzung, dafür brauchst du Stickstoff noch und nöcher, verglichen mit Waldwachstum. Aber für Wälder reicht es inzwischen überall absolut üppig. Meistens ist es noch viel zu viel. Da geht noch jede Menge eben durch den Boden ins Grundwasser. Weshalb uns übrigens, haben wir gerade heute in den Nachrichten, die EU angekackt hat, dass wir gefälligst mehr auf unser Grundwasser achten sollen. Also man muss die EU nicht toll finden, aber dass sie uns ankackt als Staat, dass wir gucken müssen, dass unser Grundwasser nicht so nitratverseucht ist, das finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Ja? Also ein bisschen Bevormundung, wenn es um sauberes und brauchbares und vernünftiges Trinkwasser, das keine Säuglinge umbringt, geht. Da finde ich Bevormundung durch die EU ehrlich gesagt ganz okay. Ja? Also man kann das Ding durchaus kritisch sehen, aber manche Sachen, das ist schon ganz gut. Gut, jedenfalls, dadurch, dass wir also wirklich alles total überstickstofft haben, können Pflanzen so viel Stickstoff aufnehmen, wie sie brauchen. Und das Blöde ist jetzt aber, dass eine Wurzel, also so eine Baumwurzel wie von meiner Tanne hier hinter mir, nicht selektiv ist.
Das heißt, die nimmt das auf an Nährstoffen, was da ist. Und wenn viel da ist, nimmt sie viel auf. Und wenn zu viel da ist, dann nimmt sie zu viel auf. Sie nimmt nicht alles auf, weil so viel da ist, dass es gar nicht schafft, ja. Aber die Stickstoffverhältnisse in den Nadeln oder in den Blättern, wenn es jetzt eine Buche wäre oder sonst wie, haben zugenommen. Und wir sprechen da in der Fachsprache vom CN-Verhältnis, Kohlenstoff zu Stickstoff. Und normalerweise, früher bis 1900 meinetwegen, hatten wir zumindest in den natürlicheren Ökosystemen wie dem Wald, hatten wir CN-Verhältnisse von mir aus 1 zu 100. Na? Pro 1 Stickstoff 100 Kohlenstoff oder 100 zu 1, also 100 Kohlenstoff, 1 Stickstoff. So. Also in der Zusammensetzung der Nährelemente in so einem Blatt, grüne Pflanzenmasse. Was man jetzt wissen muss, ist mehr Stickstoff da, kann mehr Stickstoff eingebaut werden und das passiert auch. Und wir haben jetzt meinetwegen 5 zu 100 Stickstoffern drin. Das sind auch wieder fiktive Zahlen, ich kenne die genau nicht. Aber nur damit wir uns so grob die Größenordnung uns vorstellen können. Also wir haben eine Verfünffachung, ungefähr, vielleicht ist es auch nur eine Verdreifachung, das würde auch schon reichen, vom Stickstoffgehalt eben in der grünen Pflanzenmasse. So, und jetzt muss man weiterhin wissen, bisher war es so, dass man als herbivores Insekt, also pflanzenfressendes Insekt, als Tier einen hohen Stickstoffbedarf hat. Ja? Tiere brauchen viel Stickstoff, nennt sich auch Eiweiß. Ja? Wie wir wissen, in unserer Ernährung, wir brauchen auch einen gewissen Anteil an Eiweiß, damit wir gesund bleiben. Das gilt für alle Tiere. Alle Tiere brauchen Eiweiß, relativ viel. So. Und das ist auch bei pflanzenfressenden Insekten so. Und bisher war es so, dass eben das Wachstum des Insekts und die Gesundheit des Insektes stark dadurch beeinflusst sind, dass es halt nun mal naturbedingt eine Nahrung gefressen hat, die wenig Stickstoff enthält. Um also sich vernünftig fortpflanzen zu können und vernünftig eben wachsen zu können, musste es sehr, sehr viel grüne Pflanzenmasse fressen, um seinen Stickstoff-Eiweißbedarf eben entsprechend zu decken. Jetzt ist da aber dreimal so viel drin wie früher oder fünfmal oder was weiß ich wie viel mehr. Das heißt, jetzt braucht Insekt viel weniger grüne Pflanzenmasse futtern, um sich verpuppen zu können. Also die Larve, die sich dann verpuppt und zu Imago wird und losfliegt und Eier legt. Das geht auch dadurch viel schneller, dass eben die Ernährungssituation so viel besser geworden ist. Jetzt haben wir also schon drei Faktoren. Erstens, längere Vegetationszeit. Zweitens, höhere Temperatur bedingt schnelleres Wachstum, schnellere Bioprozesse innerhalb eben des Körpers von so einem Insekt. Drittens, bessere Nahrungsversorgung, erheblich bessere Nahrungsversorgung. Was steht noch auf meiner Liste? Genau. Ja, das ist auch der letzte. Es gibt noch ein paar andere Faktoren, aber wir müssen es ja nicht vollkommen übertreiben. Nämlich Pflanzenschutzmittel, also zum Schutz der Pflanze. Insektizide. Wer benutzt Insektizide? Die Landwirtschaft. So. Das ist dahingehend ein Problem, dass es im Grunde zwei Sorten von pflanzenfressenden Insekten gibt, wenn wir es ganz grob unterteilen wollen. Natürlich gibt es noch mehr, aber grob unterteilt gibt es die Generalisten und die Spezialisten. Die Generalisten, die sind ein Universalkäfer, der mit jeder Form von grüner Pflanzenmasse was anfangen kann. Ja, der kann also ein Ahornblatt fressen, ein Maisblatt fressen, am Weizen rumfuttern, an der Buche rumfuttern und schafft im Idealfall sogar gar eine Fichtennadel. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal an. Beispiel die Heuschrecke. Die mampft ja alles kahl. Wenn ein Heuschreckenschwarm kommt, ist das komplette Land entsprechend kahl gefressen. So, das wäre also ein generalistisches herbivores Insekt. Und es gibt spezialisierte herbivore Insekten, das wäre der Eichenprozessionsspinner beispielsweise, der geht nämlich nur auf Eiche und hat sich darauf spezialisiert, Eichenblätter besonders gut fressen zu können, mit den Abwehrstoffen, die da drin sind, besonders gut umgehen zu können und sie machen ihm besonders wenig aus. Das ist deswegen ein Vorteil, weil die allermeisten generalistischen Insekten an Eiche nicht rangehen, weil Eiche eben so viele Abwehrstoffe in die Blätter eingebaut hat. Das heißt, es gibt wenig Konkurrenz, die dem Eichenprozessionsspinner die Eichen abnehmen, wegfressen würde. Aber es gibt Konkurrenz. Ja? Jedes spezialisierte Insekt hat das Problem, dass es so gut spezialisiert sein muss, um sich gegen die normalerweise massenmäßig mehr auftretenden generalistischen Insekten durchzusetzen. Ja? Deswegen hat man ja die Spezialisierung.
Man macht also den Generalisten, den Superinsekten, die alles können und ganz toll sind, gar keine Konkurrenz, indem man bei 99% ihrer Wirtspflanzen überhaupt nicht anwesend ist und sich dafür gar nicht interessiert. Folgendes Problem: Diese wichtigen und im Grunde auch sehr schädlichen, eigentlich, ja, generalistischen Insekten gehen halt auf alles. Die gehen in den Wald, die gehen rauf aufs Feld. Wesentlicher Unterschied zwischen Wald und Feld: Auf dem Feld jede Menge lustige Insektizide, im Wald keine lustigen Insektizide. Der Wald hat kein Pflanzenschutzmittel, gibt's nicht. Ne? Also man kann unter ganz krassen Auflagen in ganz seltenen Ausnahmesituationen tatsächlich Pflanzenschutzmittel ausbringen im Wald, aber das passiert in der Praxis so oft. Ja? Also zwischen meinen Fingern ist noch ein ganz kleines bisschen Platz, den ihr nicht sehen könnt, gegebenenfalls. Also es ist unglaublich selten, dass mal wirklich großflächig Pflanzenschutzmittel im Wald ausgebracht werden darf. Die Behörden erlauben das nur ganz, ganz, ganz selten. Und selbst wenn sie es häufiger erlauben würden, die allermeisten wollen das einfach nicht, Waldbesitzer. Es gibt sowieso immer einen Shitstorm in der Bevölkerung, wann immer jemand auf die Idee kommt, den Wald sprühen zu wollen. Mit dem Flieger nach Möglichkeit dann auch noch so direkt in die Baumkronen. Sieht auch nicht schön aus. So. Aber auf dem Feld hat der konventionelle Landwirt, das muss er halt, ich will den jetzt nicht schlecht machen, ja? Also fühlt sich bitte kein konventioneller Landwirt angegriffen. Ihr seid dazu verpflichtet, ihr müsst das tun, das ist mir auch klar, damit ihr irgendwelche vernünftigen Erträge erwirtschaften könnt. Aber draußen aus dem Feld gibt es Insektizide. So, der Generalist kommt zur Welt, frisst sich durch den Wald und mampft alles an und es geht ihm gut. Und jetzt kommt er raus aufs Feld und mampft da auch ein bisschen und zack ist er tot. So. Und das passiert jetzt, seit wir die hochmoderne, hochtechnologisierte Landwirtschaft haben. Immer wenn ein generalistisches Insekt raus aufs Feld kommt, überall theoretisch fressen könnte, aber halt auch mal raus aufs Feld geht und da was frisst, ist es tot. Langfristig gesehen führt das dazu, dass es gibt weniger generalisierte Insekten. Und das bedeutet, es gibt weniger generalisierte Insekten, die in irgendeiner Form Konkurrenz den spezialisierten Insekten, zum Beispiel dem Eichenprozessionsspinner, machen würden. Das heißt, was macht der Eichenprozessionsspinner? Er denkt sich, yay, Party! Und kann fressen, so viel er möchte. Den ganzen Tag. Ganz egal. Keine Konkurrenz mehr da. Und was haben wir dann? Eine Massenvermehrung. Zusammen mit den anderen Faktoren, die ich eben entsprechend schon erwähnt habe. Und all das zusammen führt wirklich zurzeit zu einem krassen Aufkommen eben von forstlichen Schädlingen, die interessanterweise alle eben nur auf eine oder ganz wenige Baumarten spezialisiert sind. Also lauter Spezialisten, die sich jetzt entsprechend vermehren. So, und die befallen dann auch die Buche. Und das ist in einem Ausmaß dieses Jahr, dass man auch damit sehr gut als Teilbereich zusammen mit der Buchäckergeschichte wunderbar erklären kann, weshalb selbst die eigentlich klimastabile Buche jetzt stirbt. Theoretisch. Wenn es stimmt, ist gut. Wenn nicht, brauchen wir noch mehr Argumente. Und deswegen gehen wir zu Argument 3. Argument 3. Geschwindigkeit der Anpassung. Wie wir gerade bei den Insekten gehört haben, die können, wenn die Vegetationsperiode plötzlich 30 Tage länger ist, einfach eine zusätzliche Generation hinten dran knallen und haben sich sofort innerhalb des Jahres angepasst. Burp. Denen ist das alles scheißegal. Die vertrocknen übrigens auch nicht so schnell, die müssen nämlich nicht trinken, dadurch, dass die nämlich grüne Pflanzenmasse mampfen, die eben zu 80% Gewichtsprozent eben aus Wasser besteht, mindestens, teilweise noch mehr, haben die überhaupt kein Wasserproblem. Die finden immer was zu trinken, weil sie nichts trinken müssen. Anders als Pflanzen, die müssen sehr wohl sehr viel trinken. Auch große Tiere können durchaus, je nachdem wie viel grüne Pflanzenmasse sie verzehren, haben die auch den Vorteil, dass sie halt einfach durch ihre Nahrung jede Menge Wasser aufnehmen, wie so ein Reh zum Beispiel. Aber hin und wieder brauchen die auch mal ein Oberflächengewässer. Und wenn es dann gar keine mehr zu finden gibt, dann haben die auch, dann leiden die auch sehr. Aber das ist eigentlich jetzt nicht Thema, sondern Thema ist einfach, dass gemessen an einem Baumalter von, sagen wir einfach mal, 1000 Jahren, jetzt in einem Fünftel dieser Lebenserwartung sich die Lebensbedingungen gravierend geändert haben. Gravierend. Und sich so schnell umzustellen für einen trägen Organismus wie eine Pflanze, ist einfach saumäßig schwierig. Und das schafft einfach nicht jeder.
Und da ist es natürlich, dass einzelne Individuen auf der Strecke bleiben. Oder auch sogar einzelne Bestände, weil eben als Pflanze man immer sehr stark mit dem, wo man steht, verbunden ist, weil man kann ja nicht weggehen. Ne? Und wenn du dann halt das Pech hast, dass du irgendwo stehst, wo es besonders dramatisch ist, dann ist da halt auch schnell jede Pflanze eben entsprechend betroffen, sofern da keine Superpflanze dabei ist, die aus irgendwelchen Gründen das Ganze noch aushält. Aber vielleicht ist das auch nochmal wichtig für die Leute, die da hin und wieder mal gerne darauf hinweisen, dass es Klimawandel schon immer gegeben hat, das ist auch richtig, und dass es auch schon immer warme Perioden im Lauf der Erde gegeben hat, richtig, aber die sind nie innerhalb von 200 Jahren so schnell so viel wärmer geworden, dass diese 200 Jahre locker eben im normalen Lebens, in einem Fünftel der Lebenserwartung von einem halbwegs alt werdenden Baum liegen. Und wir reden hier von halbwegs alt werdenden Bäumen, nicht von richtig, richtig alt werdenden Bäumen. Dann wären wir nämlich bei 10.000 Jahren. Oder wenn wir uns Pando angucken, das älteste Lebewesen vielleicht des Planeten. Wie alt das Ding ist, weiß kein Mensch. Es ist ein Wald aus Pappelklonen, der sich immer wieder selbst klont und dadurch selbst wächst, weiter wächst und unterirdisch als Organismus und von der DNA her uralt ist. Kein Mensch weiß, wie alt. Das können Millionen von Jahren sein, theoretisch. Theoretisch. Ja, man schätzt es irgendwie auf 150.000 oder irgendwas. Ja, Zeitfaktor, ganz, ganz, ganz wichtig. Kurz erklärt, aber wichtig. Wir kommen zu Punkt 4. Liegt es vielleicht daran, dass die Buche zwar sehr klimastabil ist, aber die Buche, um diese Klimastabilität wirklich voll auszuspielen, auf eine andere Art der Bestandesform angewiesen ist. So, das heißt, brauchen wir eventuell Buche, die im Buchenurwald aufwächst, um dann besonders trockenheitsresistent zu sein. Dazu gibt es positive wie auch negative Beobachtungen. Beispiel negativ, im Hainich, also einem deutschen noch am ehesten für deutsche Verhältnisse an Buchenurwald ranreichenden Nationalpark, gibt es auch tote Buchen. Ja? Also auch da sind geschädigte Buchen anzutreffen. Anderes Beispiel, der kleine Mini-Buchenurwald, den wir sehen werden, wer zufällig am Wochenende, also sprich morgen, mit mir auf Führung geht, in dem gibt es null Trockenschäden. 0, überhaupt gar keine. Und jetzt kommt da nochmal dazu die Frage mit der Geschwindigkeit der Anpassung. Denn wenn wir uns jetzt mal angucken, vergleichsweise den Hainich mit seinem entsprechenden Primärbuchenbestand mit viel Unterwuchs und der Tatsache, dass es der Hainich in den Bereichen, wo der steht, nicht gewöhnt ist, dass es da besonders trocken ist. Und jetzt wird es schlagartig besonders trocken. Und die Buchen haben keine Zeit, sich dagegen anzupassen. Weil es jetzt auch innerhalb von 2-3 Jahren eben immer trockener geworden ist und nicht innerhalb von eben 200 oder sowas. Immer nur so schrittchenweise trocken, weil das kommen jetzt wirklich viele, viele trockene Jahre in Folge. So, deswegen keine Zeit zur Adaption. Pflanzen haben schon Möglichkeiten, auch innerhalb ihrer Lebensspanne, auch innerhalb von wenigen, vergleichsweise wenigen Jahren, sich an trockenere Standortbedingungen anzupassen, je nachdem, wie anpassungsfähig die einzelne Pflanze jeweils ist. Die Buche ist eigentlich sehr anpassungsfähig. Wenn ich mir jetzt im Vergleich dazu den Bestand angucke, den ich eben entsprechend kenne, der auf einer Bergkuppe gelegen ist, die grundsätzlich immer sautrocken ist, weil es ist eine Bergkuppe. Warum ist eine Bergkuppe immer trocken? Na ja, einfache Erklärung. Das ist wie eine Insel, ja? Da kann es nur auf deine Bergkuppe, die meinetwegen 2 Hektar hat, drauf regnet, dann kannst du auch nur den Regen, der auf diese 2 Hektar fällt, nutzen. Der Regen, der außerhalb von diesen 2 Hektar fällt, der steht dir nicht zur Verfügung, weil der landet weiter unten im Tal. Und der fließt nicht nach oben. Ja? Also hast du keine Chance. So lange Wurzeln hat auch jetzt deine Buche nicht. Eine alte. Das macht die Sache sehr, sehr schwierig. Wenn man zum Beispiel am Hang steht oder sogar im Tal steht, dann kriegt man als Baum im Tal sämtlichen Niederschlag ab, der irgendwo in den Hängen fällt und runterfließt. Ja, man ist unten in einer Niederschlagsenke, deswegen gibt es ja auch oft Seen entsprechend unten im Tal, weil da alles Wasser zusammenfließt. Bergkuppen sind immer die trockensten Plätze, die man finden kann in einer hügeligen Landschaft.
wird es nichts Trockeneres geben. Einzig und allein noch trockener könnte höchstens sein ein sehr, sehr steiler Hang, weil da das Wasser nur durchfließt und sofort wieder weg ist. Ja, also das heißt, es regnet, es fließt kurz vorbei und ist wieder weg. Auf der Hangkuppe ist zumindest innerhalb, wenn es eine relativ milde Kuppel ist, dann hält sich da zumindest noch ein bisschen Wasser. Ja? Also sagen wir mal, Kuppe, zweittrockenster Standort, steiler Hang, noch trockenerer Standort. Ganz trocken, allertrockenster Standort, meinetwegen. Oder in der Luft. In der Luft hängen wäre noch trockener. Wenn mal jemand einen fliegenden Baum findet, dann möchte ich gerne wissen, wie er das macht. Fragt ihn mal bitte. So, interessant ist jetzt, wir haben in beiden Beispielen, sowohl im Hainich als auch eben auf meiner Kuppe, kleinräumig, Bestände der Buche, die so alt sind, dass wir der Buche unterstellen können, dass sie Wurzelverwachsung und ein Pilz-Mykorrhiza-Netzwerk untereinander aufgebaut hat. Dass also die Altbuchen mittels dieses Netzwerks im Boden eben entsprechend ihre jungen Buchen, die eigenen wie auch eben nicht eigene, genetisch gesehen eigene Nachkommen und nicht eigene Nachkommen, mit Nährstoffen versorgen können, was sie, davon müssen wir ausgehen, bei solchen alten Buchenwäldern auch eben entsprechend tun. Aha. Trotzdem reicht es im Hainich nicht, um komplett ohne Schaden davon zu kommen, auf meiner kleinen Bergkuppe eben entsprechend schon. Und meine Theorie dazu ist jetzt, aber eigentlich nur eine These, ja, das ist nicht meine Theorie, man müsste jetzt jede Menge Untersuchungen anstellen und so weiter und so fort, also ich spekuliere hier auch nur rum, dass eben die Tatsache, dass eine ohnehin schon Anpassung auf relativ trockenen Standort jetzt ein Vorteil ist. Weil wenn du es gewöhnt bist, ist nie viel Wasser da. Und jetzt kommen Jahre, ist ja besonders wenig Wasser da. Na ja, das kennen wir ja schon. Ha? Dann ist das nicht so dramatisch, wie wenn du gewöhnt bist, yay, Wasser, let's go, Photosynthese. tut mir leid, ist schon ein bisschen später. dann ist es viel dramatischer, wenn plötzlich kein Wasser mehr da ist. Das ist mir einfach nicht gewöhnt, schlicht und ergreifend. Und da haben wir wieder den Faktor, Anpassung und Zeit für eine Anpassung, der hier noch eine Rolle spielt, ja. Und deswegen ist die Frage eben auch wirklich sehr, die wir uns nochmal stellen müssen, die ich ja relativ viel am Eingang gestellt habe, ist es jetzt schon einfach die Tatsache, dass die Durchschnittswerte für Deutschland schon so schlecht geworden sind, dass Buche auf 15% der Fläche ausfällt, wenn es 15% waren, wie gesagt, die genaue Zahl weiß ich nicht, oder ist es einfach die Folge der vielen schlechten Jahre hintereinander? Und dadurch, dass wir doch diese vielen verschiedenen Faktoren haben und es eben auch Buchenbestände gibt, die Trockenheit gewöhnt sind, die jetzt bei noch mehr Trockenheit nicht die geringste Reaktion zeigen, weil die sagen, ah, püh, das kenne ich doch schon, hoffe ich, und ich werde jetzt am Wochenende ja Gott sei Dank wieder in meinem tollen Super-Ultra-Buchenbestand drin sein, das ist einfach super. Werbung, Entschuldigung, Werbung. Ja, den lernt ihr nur kennen, wenn ihr mit Ben auf Führung geht. Ja, ich muss wirklich Werbung einblenden, glaube ich. Jedenfalls, das ist einfach, da kriegt man wieder gute Laune. Nachdem man Bilder gesehen hat von toten Buchen und dieses hier hatte, die Buche stirbt, da kriegt man wieder gute Laune. Weil offensichtlich geht es schon. So. Und jetzt, warum Buchen-Urwald? Bisher habe ich immer nur gesagt, ja, Buchen-Urwälder sind vielleicht besser. Was ist da der Unterschied? Und da kommen wir zu dem springenden Punkt, der derzeit von vielen Forstwissenschaftlern ins Gespräch gebracht wird, wenn es darum geht, wie passen wir denn jetzt nun unsere Wälder dagegen an, dass es wärmer wird, beziehungsweise dafür an, dass es wärmer wird. Und da ist die eine Sache, die wir auch auf diesem Kanal noch nie angesprochen haben, ich glaube, ich kann mein Büchlein, nein, noch nicht, fast zuklappen, nämlich die, dass man auch mit der Waldstruktur, hier hinter mir ist zum Beispiel eigentlich ein ganz gutes Beispiel, sehr wohl sehr viel mehr Feuchtigkeit im Wald halten kann. Das Geheimnis heißt strukturierte, vielleicht sogar plänterwaldartige Bestände. Ein Plänterwald ist eine eigentlich künstliche Waldform, die eine solche Verteilung aufweist. Also hier machen wir wieder unser Koordinatensystem. Ja? Wir haben hier auf der X-Achse den Durchmesser der Stämme und wir haben auf der Y-Achse haben wir die Anzahl der Stämme. So, da ist 0 Stämme und 0 Durchmesser.
So, beziehungsweise minimales Durchmesser, den man gerade so messen kann. Sagen wir mal 5 cm von mir aus. Das ist gar nicht mal so viel, so wenig. Sagen wir 1 cm. 1 cm wäre hier. So, und jetzt haben wir in einem Plänterwald folgende Kurve. Wir haben ganz viele Bäume mit 1 cm. Und wenn wir dann so weitergehen, dann werden das immer weniger, immer weniger, immer weniger, immer weniger und immer dicker und immer dicker und immer dicker. Und irgendwann haben wir nur noch einen einzigen, der meinetwegen 2 Meter dick ist. Ja? Und wir haben vielleicht 2, die 1,50 Meter dick sind. Und wir haben vielleicht 3, die 1,20 Meter dick sind. Und dann aber schon 8, die 1 Meter dick sind. Und 16 von mir aus ungefähr. Oder 10, die 80 cm dick sind. Und dann werden es ganz schnell 10.000, die 1 cm dick sind. So irgendwie um diesen Dreh. Ja, das ist die Plänterwaldkurve. Und wenn man diese Kurve in einem Wald anwenden möchte, muss man im Regelfall jede Menge Bäume rausschlagen. Hier mal da, dann mal dort, dann mal hier und so weiter und so fort. Das entwickelt sich nicht natürlich. Aber hätte man so einen Wald, hätte man den zusammengeförstert, auch wenn der nicht natürlich ist. Es klingt natürlich, ist es nicht. Glaub's mir, ist ein langes Gespräch und hatte ich auch schon mal woanders erklärt. Wie dem auch sei, jedenfalls, in so einem Wald haben wir unten eine Schicht junger... Das kann ich ausreißen, das wächst eh nicht mehr. Unten eine Schicht ganz, ganz junger Bäumchen. Darüber eine Schicht ein bisschen ältere Bäumchen. Darüber eine Schicht noch ein bisschen ältere Bäumchen. Dann kommen die ersten strauchhohen Bäumchen. Dann kommen die ersten 2 Meter Bäumchen. Dann kommt nochmal eine Schicht mit 15 Meter Bäumchen, die nur mit ihrer Krone unter der herrschenden Schicht bleiben, die meinetwegen 25 Meter hoch ist und 10 Meter Krone hat. Und da sind dann die Bäume, die ganz, ganz oben sind. Und vielleicht ragt aus dieser Schicht sogar noch der ein oder andere Methusalem-Baum mit 250 Jahren oder mehr eben entsprechend raus, der alles andere überragt und mit seinem Wurzelnetzwerk als Mutter des Waldes fungiert, sozusagen. Der dann halt von da aus eben alle anderen kleinen Bäume eben entsprechend beschützen kann und dafür sorgen kann, dass der Wald als Wald erhalten bleibt und dass großflächige Ausdörrungsereignisse oder eben großflächiger Befall durch Schadinsekten ausbleiben. Weil, wenn jetzt in so einem Waldbestand, der so einige Methusalem-Aufpasser, älteste des Waldes Bäume, dastehen hat, jetzt werden wir sich ein ganz kleines bisschen esoterisch werden, es ist eigentlich überhaupt nicht esoterisch, sondern reine Naturwissenschaft, aber wenn in so einen Wald ein Käfer reingeflogen kommt auf der Seite und bohrt sich in den ersten Baum, dann schreit der Baum Alarm, dann geht das unten ins Netzwerk, hoch zum Chefbaum. Chefbaum ist der Chef, hat Ressourcen, schickt rüber alle möglichen lustigen Dinge, die Käfer da drin umbringen und damit ist der ganze Angriff auch schon vorbei. Bevor sich da irgendwelche zweiten, dritten, vierten, fünften und sonst wie Generationen an Käfer irgendwie bilden können, ist der ganze Spuk schon wieder zu Ende. So. Und das Problem ist jetzt, in welchem Wirtschaftswald haben wir 250 Jahre alte Chefbäume? Genau, nirgends. Fast. Es gibt ein paar. Aber jetzt mag der Naturschützer, und das tun sie, fordern, wir brauchen mehr 250-jährige Chefbäume im Wald. Das Problem ist jetzt bloß, ja, wo sollen die herkommen? Wie kriegt man einen Baum 250 Jahre alt? Genau, man pflanzt ihn und wartet 250 Jahre. Wie kriegt man einen Baum vorher 250 Jahre alt? Naja, man hat einen rumstehen, der schon 100 alt ist, dann muss man nur noch 150 warten. Und immer so weiter. Und daher ist das leider eine völlig unrealistische Lösung. Aber könnte funktionieren. Das sind so die Strukturen, die den Urwald besonders machen. Erstens mal eben die Versorgung der Bäume durch Methusalem-Chefbäume. Bei Methusalem-Chefbäume gibt es auch, wenn wir eine Nicht-Plänterwaldstruktur haben, sondern nur eine Urwaldstruktur, wo eben diese Kurve nicht ganz hinhaut, sondern die eher, sagen wir mal, so grob so verläuft, also viel abgeflachter. Da haben wir gegebenenfalls sogar eine Kurve, wo es sehr viele alte Bäume, also so zwei Peaks, junge Bäume, lange, lange nix. Alte Bäume. Lange, lange nix. Also noch ältere Bäume sind noch ein paar, aber das haben wir auch oft. Also so einen zweigleisigen Bestand. Ein dicker Unterstand, lange, lange Kronenräume und drüber die mächtigen Altbuchen. Insbesondere in einem Buchenwald, einem natürlichen, sieht das so aus. Dieser dichte Unterstand, der ist auch, wenn man mal das Alter der Altbuchen außen vor lässt, ist der ganz entscheidend. Weil der sorgt für was? Für Schatten. Durch die Altbuchen oben kommt ohnehin kaum ein Lichtstrahl nach unten.
stehen unten aber auch nochmal ein zusätzlicher, absolut dichter Buchenschirm, dann haben wir am Boden immer Schatten. Ja? Gegebenenfalls ganz früh am Morgen, wenn das Licht wirklich nahezu horizontal in den Wald reinscheint oder so jetzt wie spät am Abend. Ich bin ja auch angeleuchtet, das liegt daran, dass die Sonne jetzt wirklich horizontal in den Wald reinscheint. Dann kommt ein bisschen Licht an und das bisschen Licht muss den jungen Buchen dann auch reichen, damit sie nicht eingehen, weil ein bisschen Licht brauchen sie für ihre Photosynthese, auch wenn sie von den alten Bäumen gegebenenfalls ein bisschen mitversorgt werden. Aber dann haben wir, egal wie heiß es ist, da unten immer ein schattiges Mikroklima. Und das Schöne ist, dadurch, dass die Luft dann kühler ist, kann sie auch, da verdunstet auch kein Wasser raus. Ja, das Wasser müsste ja hochsteigen, um rauszukommen aus dem Wald oder zur Seite raus diffundieren. Auch das passiert nicht, weil das sind ja immer noch Bäume und das ist wirklich ein dichter, geschlossener Bestand, der alle Feuchtigkeit, die aus dem Boden heraussteigt, der Boden, also es regnet ja in den Boden, ja, dann ist der Boden nass. So, ein Teil des Wassers wird direkt von den Bäumen aufgenommen. Ein Teil des Wassers fließt durch den Boden durch, landet im Grundwasser. Das ist auch nicht verkehrt. Grundwasser brauchen wir alle. Ein anderer Teil des Wassers, und der ist nicht gerade klein, diffundiert wieder aus dem Boden raus, dampft aus als Wasserdampf. Und wenn wir es jetzt wenn unser Boden ein Ackerboden ist, dann ist er damit auch schon weg. Steht nicht mehr zur Verfügung fürs Ökosystem. Ja? Fließt dann als Wasserdampf irgendwo anders hin und kommt irgendwo anders irgendwann wieder runter. Wasser kann ja nicht verloren gehen auf dem Planeten, die Wassermenge ist konstant. Aber für unser konkretes Ökosystem, in dem wir hier gerade ganz gerne leben wollen, ist das Wasser erstmal wieder weg. Ist da drüber jetzt aber eine Schicht Buche, kann es erstmal nicht nach oben, beziehungsweise fast nicht. Und selbst wenn es nach oben kommt, dann kommt da drüber ja nochmal eine Schicht Buche und die sogar noch mächtiger. Und spätestens da bleibt es dann eventuell an den Blättern hängen. Oder es bildet sich so ein Bestandesnebel, ein Nebel im Bestand. Kann man auch wunderbar an besagtem Wald, Werbung, auf meiner besagten Hügelkuppe sehen. Regnen tut es da relativ selten rein, da muss schon Starkregen sein, was ich aber schon mehrfach hatte, dass dann die Wolke kommt und mich stört, wenn ich da gerade übernachten möchte, indem die Wolke unter den Buchenbestand senkrecht reinfährt und dann durch den Bestand so ganz langsam durch und irgendwann bist du dann auch klatschnass, obwohl es überhaupt nicht regnet. Und diese Wolke, wenn die mal da drin ist, die bleibt da auch drin. Da hat man also wirklich viel von. Und das hält einfach sämtliche Feuchtigkeit im Bestand. Die, die aus dem Boden wieder ausdampft, die, die mal angekommen ist, wenn es einen Starkregen gegeben hat. Schnitt. Man muss aber der Fairness halber auch sagen, das funktioniert auf zwei Wegen. Das funktioniert auch so rum, dass ein dichtes Kronendach plus ein zweites dichtes Kronendach oder im Fall von einem Plenterwald sogar noch krasser, ein durchgehendes Kronendach quasi, das funktioniert auch so, dass es natürlich eine Weile dauert, bis Wasser überhaupt mal am Boden ankommt. Weil der Regentropfen auf ein Blatt fällt, das Blatt entlang rollt, von der Spitze runter tropft, auf das nächste Blatt fällt, das Blatt entlang rollt, von der Spitze runter tropft, bis er irgendwann so viel Blatt nass gemacht hat, dass vom Tropfen nicht mehr viel übrig ist. Es braucht also viele Regentropfen, bis alle Blätter so nass sind, dass kein Tropfen mehr dran hängen bleibt. Ja? Dass also kein Laub mehr nass machbar ist und erst dann kommt es unten am Boden an. Das kann bei einem sehr stark laubreichen Wald durchaus mal einen Liter pro Quadratmeter ausmachen pro Regenguss. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wie viel so ein Regenguss ist, das ist leider oft nicht mal ein Liter pro Quadratmeter. Und das macht so einen Wald sehr stark davon abhängig, dass es im Sommer Gewitterregen gibt. Heftige Gewitterregen. Oder mal 10 Liter pro Quadratmeter oder sowas runterkommen. Das donnert auch durch so einen Wald durch und landet absolut alles im Boden und ist dann noch für 2, 3, 4 Wochen ist der Boden dann noch feucht, wenn es gut läuft. Einfach weil nichts rausverdunsten kann. Also entweder geht es ins Grundwasser, damit ist uns auch geholfen, oder eben entsprechend bleibt der Boden einfach super, super lange nass. Übrigens auch die Temperaturunterschiede in so einem dichten, alten Buchenwald verglichen zur Freifläche, das sind gut und gerne 4-5 Grad. Ja, also zwischen mörderischen 40 Grad und 35 Grad liegt durchaus ein Unterschied. 35 Grad ist auch nicht schön, aber nicht so dramatisch. 40 Grad hingegen, das haut, also mich persönlich haut das nahezu um. Hatten wir heute. Ja, und das ist für den Wald auch so. Also der Unterschied zwischen 40 Grad und 35 Grad ist gravierend. Das eine trocknet sofort alles aus, das andere, da geht es noch ein paar Tage gut.
Und so ähnlich verhält sich das natürlich auch nur in anderen Skalen, wenn wir jetzt meinetwegen zwischen meinetwegen 30 und 25 Grad unterscheiden wollen. 25 Grad im Sommer ist überhaupt kein Problem von der Temperatur her für den Wald. Völlig problemlos. 30 Grad, dann wird schon langsam schwierig. Natürlich, der Unterschied ist jetzt nicht mehr so groß, dass man dann zwischen 25 und 30 Grad wirklich noch 5 Grad Unterschied hat. Da hat man vielleicht noch 3 oder 4 Grad, je nachdem, was für ein Wald das dann ist. Aber und welche Situationen, auf welcher Höhenlage, und da hängen viele Faktoren, die dann noch von ab. Aber es spielt wirklich, wirklich eine große Rolle. Und deswegen ist das momentan wirklich sowas, was man lange auch nicht so beachtet hat, dass eben diese Bestandesstruktur, der Dauerwald, der dann auch in seiner Bewirtschaftung eben darauf ausgelegt sein muss, dass man bei der Entnahme der Bäume tunlichst darauf achtet, dass man eben nicht den Kronenschluss und das Waldklima eben nicht zerstört, dass man wirklich immer nur einzelne Bäume rausholt. Niemals mehrere nebeneinander, sondern immer nur einen und dann höchstens erst wieder 30 Meter weiter den nächsten und irgendwie so in diesem Stil. Das erfordert natürlich viele Anpassungen der Waldwirtschaft. Das ist das genaue Gegenteil von Kahlschlag. Es ist eine ganz vorsichtige, selektive Holzernte. Und das große Problem ist, damit du das wirtschaftlich durchführen kannst, muss die Gesellschaft als solche einfach umdenken, was die Holznutzung angeht. Man muss ein bisschen sparsamer sein bei der Holznutzung. Das müssen wir dann gesellschaftlich entsprechend durchsetzen. Und man muss bereit sein, für Holzprodukte einen höheren Preis zu zahlen, weil diese Art der Forstnutzung und der Holzernte einfach viel mehr Geld kostet, als alles kahlkloppen und mit großer Maschine drüberfahren und alles aufsammeln und ab ins nächste Sägewerk. Kostet erheblich weniger Geld. Um mal eine Zahl zu nennen, durchoptimierte, hochmechanisierte Holzernte kostet pro Kubikmeter Holz, den du da rausholst, bei Fichte, 18 Euro. Hoch durchorganisiert und optimal. Ja, das sind schon ziemlich optimale Bedingungen, muss das sein. Bei Buche, da bist du bei mindestens dem Doppelten, das kann auch gerne das Dreifache sein. Und Buche bringt erheblich weniger Geld. Also momentan nicht. Momentan ist durch das Überangebot an Fichte auf dem Markt der Fichtenholzpreis auf, wenn du Glück hast, kriegst du 30 Euro, runtergefallen. Für Industrieholz, wenn du Glück hast, kriegst du 25, kriegst du 20, irgendwie sowas um den Dreh. Muss schon gute Qualitäten noch haben, damit du da nennenswert überhaupt noch irgendwie Geld für kriegst, mit dem du noch einen Gewinn erwirtschaftest. Und das auch nur dann, solange deine Holzerntekosten eben bei 18 Euro oder irgend sowas liegen. Lass es 25 sein. Und wenn du noch 50 Euro für den Festmeter kriegst, gute Qualität wohlgemerkt, hier ist doch irgendein Tier. Es raschelt immer wieder zwischendurch, aber ich sehe es nicht, weil ich in die Kamera gucken muss. Oder zumindest neben die Kamera. Na egal. Jedenfalls, da ist nicht mehr viel Spielraum. Und da wird jetzt plötzlich Buche, was keinen Preisverfall hat oder beziehungsweise nur einen geringen, weil genügend Fichtenholz da ist, um mit Fichtenholz alles zu subventionieren. Kein Mensch braucht Buchenholz, wenn er Fichtenholz für einen Bruchteil des Preises kriegen kann. Aber da wird es dann plötzlich auf einmal wieder interessant. Ne? Andererseits wird leider in der Zukunft auch Fichtenholz wieder interessant, weil irgendwann ist es dann knapp. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber diese Faktoren des Bestandesklima in einem alten, dichten, vor allen Dingen Buchenwald. Und wichtig ist, dieses dichte Bestandesklima, das gibt es ja bloß im Sommer, ja? Der Faktor, das Laub hält so viel Regen ab und der kann schon wieder wegverdunsten, bevor er am Boden ankommt, der spielt ja nur im Sommer eine Rolle. Der geringe Niederschlag im Winter, der gar nicht in der Lage wäre, durch das Kronendach der Buchen durchzukommen, der kommt durch, weil was ist im Winter? Kahl. Und dann kann aller Regen, der im Winter kommt, direkt ins Grundwasser gehen, das Grundwasser auffüllen. Und im Sommer, die Starkregenereignisse, die da runterkommen, machen den Boden nass, lassen ihn lange nass. Es geht kaum was ins Grundwasser und das meiste wird von den Buchen direkt aufgenommen. Und dann können sie schön fleißig weiter wachsen. Ist fast schon zu schön, um wahr zu sein, so wie das klingt. Und warum gibt es das nicht? Nochmal, wirtschaftliche Gründe. Wirtschaftliche Gründe. Aber ich will auch nicht so weit gehen, dass ich jetzt hier zum zweiten Peter Wohlleben werde, weil der genau sowas dauernd anprangert, dass man genau sowas braucht. Na, hat er ja auch nicht ganz unrecht. Verdammt.
Das geht nicht flächendeckend. Das wird auch flächendeckend niemals funktionieren. Das wäre einfach utopisch zu denken, man könnte in Deutschland nur Wälder dieser Art haben. Wir werden auch weiterhin Nadelholz brauchen. Das ist einfach so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich durchsetzt, dass man versucht, eine nadelholzfreie, nur mit Laubmischholz oder Nadelholz auf meinetwegen 10% reduzierende Forstwirtschaft durchzusetzen. Also man kann es versuchen, ja, aber das wird nicht funktionieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, das war die eine, die ich mir aufgeschrieben habe. Große Hoffnung, weshalb wir uns jetzt nicht damit abfinden müssen, dass uns jetzt bald großflächig der Wald abstirbt, weil wir haben eben diese Strukturmöglichkeit, den Wald strukturierter aufzubauen, damit einfach viel mehr Wasser unten hält. Das kann sehr, sehr effizient sein, wie wir bei alten Buchenbeständen eben sehen können, die sich schon eine Weile an die Trockenheit angepasst haben. Das wird auch in einem Wald wie dem Hainich irgendwann passieren, was da jetzt halt nicht abstirbt. Klar, da stirbt jetzt ein bisschen was ab, aber da stirbt ja nicht alles ab. Und was da nicht abstirbt, ist dann angepasst irgendwann. Und dann stirbt plötzlich nicht mehr so viel ab. Auch bei krassen Trockenheitsereignissen wird sich die Buche langsam dran gewöhnen. Ja? Die Buche ist ja noch eine vergleichsweise junge Baumart evolutionär gesehen, das muss man auch noch dazu sagen. Die ist erst bei uns halbwegs flächendeckend seit 3000 Jahren. Ungefähr halbwegs flächendeckend. So richtig flächendeckend, seit 500 vielleicht. Das Problem ist, wir wissen nicht genau, inwieweit die menschliche Besiedlung, die sie in Mitteleuropa ja schon gegeben hat, seit der Altsteinzeit, eventuell nicht vielleicht sogar der Buche einen gewissen Vorschub verschafft hat, da man ja damals schon die damals vorherrschenden Baumarten, das war so ungefähr, also nach der Eiszeit wohlgemerkt, natürlich, ne, war das zu dem Zeitpunkt, wo die Menschen begannen, von der Bevölkerungszahl her zuzunehmen, längst nicht viele zu sein, ja, aber zuzunehmen, war noch die Eichenmischwaldzeit. Und in der Eichenmischwaldzeit hat man eventuell durch die Rodungen, die da stattgefunden haben, das waren auch nicht viele, aber trotzdem hat man jedes Mal, wenn man ein Loch reingekloppt hat, da eine Möglichkeit geschaffen für die Buche, da eben Fuß zu fassen und dann in mehreren Löchern quasi auszuwachsen, wo sie sonst von den Rändern her hätte kommen müssen und auf natürliche Löcher warten. Wir haben welche gekloppt für sie. Vielleicht haben wir also das Buchenwachstum, die Buchenausbreitung beschleunigt. Aber nach aktuellem Kenntnisstand wäre sie auch von alleine gekommen. Wir haben es bloß beschleunigt. Wir haben es nicht herbeigeführt in dem Sinne. Das heißt, die Buche ist noch nicht lange da. Das heißt, die Buche ist noch, das ist immer so, wer erst vor kurzem angekommen ist, ist noch flexibel, was die Bedingungen angeht, unter denen er lebt, unter denen er sich einordnet, unter denen er irgendwann sein optimales Plätzchen im Gefüge findet. Und daher glaube ich und glauben auch viele andere, dass die Buche, was das angeht, durchaus noch viel Potenzial hat, um wirklich noch ihren optimalen Standort innerhalb des großen Gefüges, wo sie bisher vorkommt, zu finden, wo sie noch optimaler vorkommt. Wo ihr dann auch eine Klimaerwärmung um meinetwegen 2,5 Grad nicht den Gar ausmacht. Bei 3 Grad ist übrigens dann irgendwann komplett Schluss. Ja? Also zwischen 3 und 4 Grad liegt irgendwo die Grenze des Waldes. Da werden also die einheimischen Baumarten keine Chance haben. Und, was auch viele Leute denken, man könne einfach Mittelmeerbaumarten hinpflanzen, geht auch nicht. Weil selbst bei einem 4 Grad Szenario, sofern dann die Prognosen stimmen, gerade bei diesen Temperaturen kann man es kaum noch vorhersagen, aber sofern die Prognosen stimmen, hätten wir bei einem 4 Grad Szenario trotzdem immer noch auch hin und wieder Frost im Winter. Und das ist das Problem. Stell irgendeinen Mittelbaum hier hin, der wächst super bis zu dem Winter, wo Frost ist. Und selbst wenn alle 5 oder alle 10 Jahre nur Frost kommt, ist jedes Mal jeder Mittelmeerbaum, der hier steht, dann zu diesem Zeitpunkt tot. Das heißt, die werden immer nur so 5 bis 10 Jahre alt. Und das bringt es auf die Dauer auch nicht. Ja, ich wollte dir erzählen, die zweite große Hoffnung, weshalb wir noch keine allzu große Panik schieben müssen, dass uns der komplette Wald verreckt. Die Kollegen in Freising, genau genommen eigentlich mein Lehrer, bei denen ich auch in der Vorlesung gehockt bin, und es gibt dazu auch ein schönes Filmchen, ich hoffe, ich denke dann, dass ich es euch verlinke. Die jeweiligen Menschen, die da auftreten, die kenne ich auch persönlich, die werden mich nicht mehr kennen, ich habe da versucht, so gut es geht, aufzupassen. Vor allen Dingen bei Herrn Grams habe ich wirklich auch aufgepasst. Da weiß ich noch ein bisschen was aus der Vorlesung. Sollten Sie das sehen. Vielen Dank übrigens. jedenfalls, die haben das Crew gegründet. Oh, eine Maus. Was bist du? Halt mal still. Ah, jetzt war sie doch zu schnell.
Ist eine coole Maus, eine größere. Die ist aber viel unterwegs. Könnte eine Gelbhalsmaus gewesen sein. War jedenfalls eine echte Maus, keine Wühlmaus. Wühlmäuse sind ja die mit dem etwas gedrungeneren Kopf, die diese lange Mäuseschnauze haben, wie man sie auch von der Hausmaus kennt. Das sind die echten Mäuse. Die haben auch diesen langen, kahlen Schwanz. Die Wühlmäuse haben einen deutlich kürzeren, der auch noch ziemlich behaart ist. Nicht ganz behaart, aber ziemlich behaart, verglichen mit einer normalen Maus. Egal. Jedenfalls das Kruf-Experiment, das ist das Kranzberger Forst-Ruf-Experiment. Also Kranzberg Forest Roof Experiment in Englisch. Da steht ein Kran mitten im Wald. Der Wald ist komplett mit aller möglicher Messsensorik versehen. Und man kann mit diesem Kran auch in die Baumkronen eben entsprechend hochfahren. Es gab auch mal ein großes Gerüst, ich glaube, das gibt es auch immer noch, mit dem man auch ein Stückchen weit hochlaufen kann. Und kann dann oben eben die kompletten Bäume auf kompletter Höhe über ihre gesamte Höhe durch hinweg untersuchen. Jetzt muss ich den Akku wechseln. Jetzt bin ich doch fast fertig. Das ist ja unfair. Böse Kamera. Ja, jedenfalls hat man da jede Menge Messsensorik angebracht. Unter anderem auch hat man durchgeführt einen Versuch, wo man Trockenstress bei verschiedenen Baumarten simuliert hat, und zwar über viele Jahre hinweg. Also Langzeit-Trockenstress. Und überraschenderweise, selbst die Fichten sind im Regelfall nicht verreckt, sondern haben sich bei gleichbleibenden und langfristigem Trockenstress irgendwann dran gewöhnt. Also Adaption findet statt. Das ist relativ revolutionär, die Ergebnisse, die man da festgestellt hat. Denn die Adaption findet nämlich dahingehend statt, dass selbst eine fast ausgetrocknete Wurzel, bei der man eigentlich nicht denkt, dass die nochmal austreibt, sogar nochmal austreibt und sogar neue feine Wurzelhärchen eben entsprechend bildet, die wichtig sind, weil genau die dafür zuständig sind, Nährstoffe und so weiter und so fort aufzunehmen. Und das Wachstum in den ersten Jahren der Trockenheit massiv zurückgegangen ist, in den späteren Jahren kaum noch. Ja? Dass also, wenn es gleichbleibende Bedingungen sind, und das ist das große Problem, leider werden es keine gleichbleibenden Bedingungen bei unserem Klimawandel sein, aber netto über einen langen Zeitraum, meinetwegen über 20 Jahre, pendelt es sich dann vielleicht doch auf einen Durchschnittswert ein, mit dem unsere Pflanzen irgendwie klarkommen. Dass sie also lernen, okay, es ist jedes Jahr irgendwie anders, ich suche mir jetzt mal so einen Durchschnittswert, mit dem ich rechne. Das heißt, ich rechne immer mit einer gewissen Trockenheit, und wenn es mal super nass wird, die Anpassung dahingehend, wie wir auch in diesem Experiment gesehen haben, wenn mal wieder viel Wasser da ist, ist schnell. Ja? Das geht rucki zucki. Das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist halt eher die Anpassung hin zu wenig Wasser, auf den Stoffwechsel, auf eben dieses minimierte System eben entsprechend einzustellen. Es ist jetzt wohl auch möglich, aber da weiß ich nicht, da muss ich noch ein paar entsprechende Fachpublikationen dafür lesen, aber es scheint wohl auch so zu sein, dass die zusätzliche CO2-Düngung aus der Atmosphäre, wo ja mehr davon da ist, zu einem gewissen Anteil auch den Wasserverbrauch reduzieren kann. Weil man mit mehr CO2 ja nur die dafür relevante Menge von Wasser braucht. Und wenn man sein Wachstum nicht erhöht, dadurch, dass mehr CO2 da ist, sondern einfach nur die notwendige Menge Wasser bei mehr CO2 irgendwie verwendet, kann das wohl sein, das habe ich jetzt selber nicht verstanden, was ich gerade erklärt habe, aber im Fazit kann es wohl sein, dass gegebenenfalls damit der Wasserverbrauch von Bäumen auch ein bisschen sinkt. Also die CO2-Düngung könnte da auch was helfen, vielleicht, eventuell. Müsste man jetzt nochmal schauen, und wie gesagt, ich musste auch das eine oder andere noch lesen. Aber die Ergebnisse eben, dass bei dieser Langzeitbetrocknung eben entsprechend mit diesem Versuch da im Kruf eben vielleicht ein Funken Hoffnung dann doch darstellen könnte. Also die Kollegen sind wirklich positiv überrascht, hätten damit nicht gerechnet. Erstens ist nichts gestorben, und zweitens hat es wunderbar dann funktioniert beim Austreiben, als sie dann wieder Wasser gekriegt haben. Also wirklich erstaunlich, erstaunlich wohl gute Ergebnisse. Aber ich muss, wie gesagt, da noch ein bisschen mehr lesen diesbezüglich. Das macht auch ein bisschen viel Arbeit. Zum Schluss noch eine weniger schöne Sache. Heute, also vor jetzt gerade, wie spät ist?
zweieinhalb Stunden hat mich die Nachricht erreicht, wir haben ein neues Allzeithoch der Temperatur, die jemals in Deutschland gemessen wurde. Es liegt bei 41,6 Grad Celsius in Niedersachsen. Ich habe vergessen, welcher Ort, irgendwas Kleines. Das ist der höchste Temperaturwert in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1800 Ungrad. Ja? Passend zum Thema, wie ich finde. Schön ist, den zweithöchsten Wert der Temperatur seit Beginn der Wetteraufzeichnung, den gab es gestern. Und wir haben jetzt zum ersten Mal, seit man irgendwie Temperaturen gemessen hat, über 41 Grad. Im Schatten, wohlgemerkt. Ja, gemessen ist immer nur im Schatten, natürlich nicht in der prallen Sonne, auf dem Autoblechdach oder sonst wie. Natürlich wird es dann noch heißer, sondern immer natürlich nur im Schatten gemessen. Ja, das ist, glaube ich, ein würdiges Schlusswort, um noch mal ein bisschen Angst gemacht zu haben. Ich glaube nicht, dass die einzelnen vertrockneten Buchen, es sind auch schon ein paar Hektar, ja, also wenn ich jetzt sage einzelne, heißt das nicht hier mal eine, 100 Kilometer weiter steht die zweite, sondern es sind schon ein paar Hektar, kommt schon was zusammen. Aber ich glaube nicht, dass das einen Trend auslösen wird, dass wir grundsätzlich jetzt voreilig davon ausgehen müssen, dass die Buche doch eine klimasensible Baumart ist und die Buche doch nicht eine mögliche Alternative eben ist, um eben eine Temperaturerhöhung bis zu 2 Grad waldtechnisch noch irgendwie überstehen zu können. Ich möchte nochmal betonen, sollten es mehr als 2 Grad werden, ist waldtechnisch alles möglich. Also alles möglich im Sinne von, wir haben keinen mehr. Wäre denkbar. Irgendwie, irgend sowas Waldartiges wird sich wahrscheinlich noch halten. Es wird sich zeigen, was sich eben langfristig hält. Und für solche Szenarien üben ja auch diverse Förster quasi schon den Notstand ein, indem sie Baumarten pflanzen, die momentan überhaupt keinen Sinn ergeben, in Anführungszeichen. Aber wenn man sie da hat, hat man sie da. Und wenn man dann feststellt, huch, jetzt wachsen sie ja auf einmal, oder die sind noch übrig, dann weiß man, könnte ja klappen. Und an solchen Versuchsanbauten ist nun wirklich überhaupt nichts auszusetzen. Ja? Aus Naturschutzsicht mag man die nicht. Aus Naturschutzsicht will man unbedingt den Klimawandel irgendwie überstehen mit heimischen Baumarten. Also ja, keine exotischen Dinge wie Douglasie hinpflanzen. Es wird jetzt momentan darauf rumgeritten, dass die Douglasie doch nicht so trockenheitsresistent ist. Naja, die momentanen Daten sind, sie ist trockenheitsresistent, aber sie ist nicht völlig immun gegen Trockenheit. Besser als Fichte ist es schon. Es ist auch besser, aber halt nicht so viel besser als Fichte, wie man eben ursprünglich mal gedacht hat. Also, ihr wisst ja, ich habe ja zu Douglasie meine Abschlussarbeiten geschrieben. Und ganz so toll, wie sie damals noch gehypt worden ist, scheint sie wohl nach aktuellem Stand nicht zu sein. Wobei man auch sagen muss, niemand hat behauptet, also auch ich in meinen Abschlussarbeiten nicht, dass Douglasie die Lösung für alle Probleme ist. Wer das kann sein, dass es der ein oder andere Ortsförster vielleicht eventuell mal so gesehen haben mag. Ja. Aber in der Forstwissenschaft war das schon von immer vornherein klar. Was der Konsens gewesen ist aus wissenschaftlicher Sicht, ist ein maßvoller, vorsichtiger Ausbau der Douglasien-Anbaufläche. Und das halte ich nach wie vor für richtig, weil sie auch aufgrund ihrer wirtschaftlichen Eigenschaften, insbesondere wenn sie dann in einem Laubmischwald in Kombination mit einzelnen Douglasien wächst, einfach die geldwertschöpferische Leistung dieses Waldes enorm erhöhen kann, ohne zum Beispiel ein Plantergefüge großartig durcheinander zu bringen, weil die einfach so viel schneller wächst als alles andere, dass man sie sozusagen außerhalb des Systems zusätzlich einfach mal hochschießen lassen kann. Das ist schon ein Potenzial, was da nach wie vor in der Douglasie steckt. Ich würde also nicht so weit gehen, sie jetzt zu verdammen, weil sie nicht der alles überragende Super-Ultra-Mega-Baum ist, sondern nur ein guter Baum. Wir werden es sehen. Nochmal kurz, was wird denn jetzt an alternativen komischen Zeug angepflanzt? Hybrid, Japan-Lärche, einheimische Lärche, also europäische Lärche. Da kommt so was ganz Interessantes bei raus, was man jetzt als Zukunftsträger nimmt. Dann ist die Roteiche immer noch nicht vom Tisch, die gibt es jetzt schon seit 200 Jahren ungefähr. Aber vielleicht könnte sie irgendwann doch nochmal zur Dominanz kommen und nochmal interessanter werden. Die Douglasie hatten wir schon erwähnt. Verschiedene Nusshybriden spielen langsam eine Rolle. Die hätten auch ein sehr wertvolles Holz und scheinen langsam besser zu wachsen. Die Walnuss zumindest.
in Kombination mit der Schwarznuss das irgendwie so zusammengepaart und das dann halt eben entsprechend mal hinpflanzen. Beides kommt so ja so grob aus dem Mittelmeerraum, aber aus dem so gesehen Rand vom Mittelmeerraum, dass einzelne Frostereignisse noch überstanden werden. Wäre also durchaus auch eine Alternative. Dann im Bereich Nadelholz spielt man jetzt mit den Zedern rum. Mit der Atlas-Zeder und der Libanon-Zeder. Man versucht da auch eventuell vielleicht sogar noch irgendwelche Kreuzungen hinzukriegen, wie man es auch bei der Lärche eben zwischen Japan-Lärche und europäischer Lärche gemacht hat. Und da stellt man einfach alles irgendwo mal irgendwo in den Wald. Ne? Und solange das nur kleinflächig passiert, ist das auch vollkommen egal und stört niemanden, sollte zumindest niemanden stören, wie ich finde. Und wenn es da ist, ist es da. Ja? Und wer weiß, wie es kommt? Keiner weiß es so genau. Und daher finde ich das genau richtig. Aber noch, und das wird sich in nächster Zeit wahrscheinlich auch nicht ändern, ist der Plan der Forstwirtschaft nicht, den Wald mit irgendwelchem exotischen Zeug ersetzen. Das will keiner. Auch wenn es hin und wieder gerne mal aus politischen Gründen so dargestellt wird. Keiner will das. Man will sich nur ein Hintertürchen offen halten für irgendwelche krassen Notfälle, wo das vielleicht was bringen könnte. Ob es was bringt, ist nochmal eine andere Frage. Aber wenn du sie nicht da hast, die Bäume, dann wirst du es nie erfahren. Also eine ganz einfache Situation für mich. So, habe ich noch was zu sagen? Was sagt die Uhr? Oh, die Uhr sagt, ich habe nichts mehr zu sagen. Dann sage ich Tschüss, bedanke mich fürs Zuhören. Es wird noch circa 2 Videos geben, bevor ich nach Grönland abzische. Ja, vielleicht noch ein drittes. Werden wir sehen. Einmal FAQ zur Ausrüstung und genereller Trekkingtour und Grönland und so weiter und so fort Geschichte. Da gab es doch so viele Kommentare, dass ich die ich noch kommentieren wollte in Videoform, dass ich das gemacht habe. Das ist auch schon fertig, muss ich noch schneiden. Dann werde ich mich auf jeden Fall nochmal ausführlich verabschieden und für Dank sagen, wo ich noch Danke zu sagen habe. Und ich wollte auch gerne noch, da muss ich mal gucken, ob ich das noch schaffe, noch auf 2-3 andere Themen, die eben dann den Wald direkt als solchen, also als Ökosystem betreffen, eingehen. Es hat nämlich zur Zukunft des Waldes auch der Bund, also der Bund für Umwelt und Naturschutz, ein Positionspapier rausgegeben mit 10 Dingen, die man im Wald jetzt tun muss. Wie hieß denn das? Steht die, glaube ich, aber auch nicht drin. 10 Punkte Plan für den Wald der Zukunft oder fürs Waldsterben 2.0. Und da kann man auch viel zu sagen. Grundsätzlich ist das ein guter 10-Punkte-Plan. Ja? Ich hätte ihn auf 7 Punkte reduziert und ich vermute, die haben die anderen 3 Punkte deswegen drin, weil sie einen 10-Punkte-Plan haben wollten und keinen 7-Punkte-Plan, weil ein 10-Punkte-Plan besser klingt. 3 davon sind halt mehr oder weniger relativ unnötig. So. Nee, das mache ich dann nochmal separat. Vielleicht mache ich das auch noch für Grönland. Aber das werdet ihr dann erfahren. Jetzt sage ich Tschüss. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Reinschauen. Hier nochmal ein Blick in den Wald. Und damit macht's gut.